So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Holo 2. Ja, ich weiß, ihr wundert euch vielleicht, hä, was, wie, neue Aufnahme? Der hat doch letztens mittendrin aufgehört. Ja, hab ich. Ich habe hier einfach auf eine Spinne draufgeschlagen, auf einmal hat sich Fraps geschlossen. Und mir die lustige Nachricht gesagt, ey Mann, Allah, Festplatte voll, Opfer. Naja, nicht ganz so wörtlich, aber so kam es mir zumindest drüber. Tja. Zumindest bei dieser Aufnahme habe ich jetzt nochmal gespielt. Also ich bin jetzt, wo ich geladen habe, wieder bei dieser Insel am Anfang rausgekommen. Ich habe das jetzt schnell offscreen gespielt. Ich meine, ihr wollt es selber ja nicht nochmal sehen. Aber es ist genau das gleiche gewesen, wie wir gespielt haben. Wir haben mit unseren zwei Schergen, sind genau an dieser Treppe und hier geht's weiter. So. Ach, ihr habt doch einen Vogel. Die Elfen haben doch alle Vögel. Die wollte ich jetzt eigentlich gar nicht kaputt hauen, aber... Lalalala. Ich mag's nicht, wenn sie mich herum so rumvögelt. Kann man doch verstehen, kann ich hier durch? Ja. Soll ich hier durch? Es sind schon wieder zwei Wege, das mag ich überhaupt nicht. Sieht mir aus, als muss ich da lang, also will ich da hinten lang. Wisst schon, Wege mit Abzweigungen, böse. So, ja, Maus, Maus, Maus. Ruhig, Maus. Brave Maus. Gute Maus. So. Hallöchen, lass dich mal befreien. So. Weiter, weiter, weiter. Spinnies. Ja, und noch mehr. Langsam wächst mein Herr wieder. Ah, jetzt können meine Schergen mal ein bisschen mehr Spaß haben. Brauche ich gar nicht mehr selbst so viel zu kloppen, das ist gut. So. Wir werden auch langsam immer stärker, meine Schergen. Bekommen schon langsam auch Rüstungsteile immer mehr. Ich kann es kaum erwarten, auch beim Toten Acker meine alten Lieblinge wiederzuholen. Baum, du nervst. So. Na gut, das war ja. Bäumchen. Aber egal. Da seid ihr ja. Ich wusste, ihr schafft es. Boah, bin Tut ich grad... mir leid, Herr. Wir hatten das Signal vorübergehend verloren. Gut, euch lebendig zu sehen. Macht euch auf den Weg zur Schmuddelsportal. Yeah. Ich dachte, ihr seid vielleicht durch lokale Gegebenheiten abgelenkt. Das habe ich gehört. Den Gerüchten in der Brutgrube zufolge hat das Kaiserreich noch nicht ganz immer Licht übernommen. Anscheinend verstecken sich nach wie vor Elfen im Dschungel. Das ist nicht gut, nehme ich an. Ihr dürft eure Schärfe nicht einer Spinne überlassen, Meister. Ist gut. Das macht man schon. Sollen ja schließlich noch für mich töten. Zerschlagt diese stinkenden Blumen, um die Viecher abzulenken. Ach so. Ach so. Okay, das merke ich mir für die nächsten Spinnen, die hier herumkreuchen und schleuchen. Wer sind diese Blumen, also da? Gut. Soll ich da lang? Soll ich da lang? Ich laufe mal da. Oh, nee. Genau. Ihr Elfen seid doch so doof, ganz ehrlich. Werdet ihr vertrieben, eure Heimat wird vom Kaiserreich überrannt, ja, und das Erste, was denen in den Kopf kommt, ist natürlich, das erste feindlich anzugreifen, was ihnen über den Weg läuft. Na gut, ich hätte es so oder so niedergemacht, aber die hätten es wenigstens versuchen können, freundlich zu agieren. Naja, was will man halt? Es sind halt Elfen. Na, könnt ihr diesen Lanze aufnehmen? Ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt rote habe, die braunen sind mir immer sympathischsten. Da sieht man langsam, wie sie sich aufrüsten. Da merkt man, dass sie immer kampfstärker werden. Und die roten sterben ja einfach zu schnell. Deswegen werde ich die Anzahl rote ein bisschen geringer halten. Sobald es wieder mit dem Schiff vorbei ist, wo ich 10 rote am besten habe. Nee, du surfst jetzt nicht ab, oder? Na gut. Auf jeden Fall werde ich die Anzahl roter auf 5 behalten. Sobald das mit dem Schiff vorbei ist. Dafür ein bisschen mehr braune.
Wie gesagt, eine gute Nahkampffront ist niemals schlecht. Heute mal runter. So, ich muss noch mal eben gucken. So, hast du es bald? Ist er bestimmt ganz klebrig. Ja. Stimmt. Blumen in der Nähe? Keine Blumen in der Nähe. So. So, Leute, machen wir es gut. Gegner gehen kaputt. Keine Verluste. Seele für mich. Nein, ihr sollt nicht dahin laufen, ihr sollt ausschweren. Aber guckt mal, ob hier irgendwas Nettes für euch ist. Helme sind hier. Keiner was? Also, ihr seid vielleicht verwöhnt. Das da vorne war. Oh, Mädchen. Ja, ich weiß, ich bin pingelig. Ich will das erforschen. Deswegen mag ich keine Abzweigungen, weil ich alles erkunden will. Ich zwinge mich so gesehen selbst dazu. Ja, das seht ihr, hat sich schon gelohnt. Mehr können da nicht drauf. Na, beeil dich wenigstens. Gut gemacht, Meister. Dankeschön. Hui, da fliegt was. Hi. Ist das eine Spitzhacke? Nehmt die mal. Wo sind eure Waffen besser? Schau, wird so lustig ausgesehen. Wer hätte sein sollte so lustig ausgesehen? Neuer Scherge. Grüner Scherge. Mal schauen, wie es mit den Grünen ist. Weil dann kann ich mit den Braunen und den Grünen in Nahkampfformationen bilden. Weil wenn ich die zusammen in Formationen lese, wie ich gelesen habe, kriegen die Grünen auch defensiv Boni. Und da die Grünen stärker sein sollen, aber weniger aushalten, würde sich das sehr, sehr gut geben. Lalalala. Ach, ist das schön grün. Und rot. Braun. Ein bisschen Gold. Diese Weibchen sind der Inbegriff der Elfenschönheit. Sie mästen sich selbst, damit sie ihrer Muttergöttin ähnlich sehen. An diesen Damen schwabbelt einfach alles. Einfach alles. Sie scheinen etwas mit diesen Ruinentüren zu tun zu haben. Ganz ehrlich, wer hat jetzt auch noch einen offenen Mund gehabt außer mir? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haut sie kaputt, bitte. Schnell. Oh Gott. Hey, oder? Was soll denn das für ein Schatz werden? Ihr stört die Fütterung. Oh Gott, ja. Da wette ich drauf. Ich störe die bestimmt jeden 24 Stunden am Tag, wenn ich komme, störe ich die Fütterung. Setzt euch nicht an mir. Ja, oh Gott, nein. Auch noch Selbstverliebtheit, das ist echt zu viel. Bleib eben da oben. Ist mir. Ne, oder darf ich nicht vorbei? Okay, wie bringe ich dich da runter? Kann ich irgendwas auswählen, außer sie? Die Blumen. Was kann ich mit den Blumen machen? Ich mache einfach mal alles kaputt, was hier so außen rum fleucht. Keucht. Kabeucht, fleucht. So, Blumen noch. Mehr Blumen. Und hat's was gebracht? Anscheinend nicht. Was soll ich denn machen mit dir? Ah, Witz. Mein Körper ist ein Tempel. Ja, weil das so groß ist vielleicht. Muttergöttin, beschütze mich! Also ganz ehrlich, langsam komme ich in den Sinn. Wenn die Elfen alles solche Frauen haben, dann wundert es mich echt nicht, dass sie anfangen schwul zu werden. Also ich kann die langsam echt verstehen. Ihr stört die Fütterung. Ja, so mit deinem Leben. Setzt euch nicht an mir.
dir da mal keine Sorgen. Oh nein. So. Was habe ich denn hier? Ich habe hier was in Dauer anvisiert. Das ist nicht schön. So, jetzt lasst mich mal ein wenig Ruhe. Ich muss hier etwas Dickes grillen. Hey, könnt ihr das Schwert hier auf? Was macht ihr alle? Geht mal weg. Schaut mal, bitte. Das ist weg. Oh Gott. Deine Muttergöttin ist wohl blind, oder? Achso, stimmt, die soll genauso ausschauen wie die. Könnt ihr euch nicht die Fenja als Vorbild nehmen? Diese Elfengöttin, die ich am Anfang, wo die Statue auch da war, die alles eingestürzt hat. Die hat nämlich wirklich gut ausgeschaut sogar mal. Also kann man wirklich nichts sagen. So. Das ist meine Scherben. Weil die sind echt zäh, die halten ja eine halbe Ewigkeit aus. Die werden zwar immer dazu geschleudert, aber stehen jedes Mal wieder auf. Stört unser Festessen nicht. So. Oh Gott, ich habe kaum noch Leben. Das heißt, fürs nächste Mal lasse ich meine Schergen arbeiten, sie wird so ohne kommt. Und ich halte mich zurück. Beschütze mich! Na, klappt's noch? Ah, ganz knapp nicht. Hier stört die Fütterung. Ja, das kennen wir schon. Ich muss gerade eben herausfinden, wie ich den Rundumschlag mache, wenn ich gerade schon mal hier bin. Nein. Ah, verstehe. Jetzt habe ich's. Ich habe es rausgefunden. Oh, nein, jetzt hat es da oben ausgekackt. Nein. Nein. Ganz ehrlich, ich hasse dich. Ich will das haben. Drei solche Ursenpuppel und sogar noch was. Ach, egal. Gehen wir weiter. Ich brauche mal Leben. Mach mal Blumen kaputt, vielleicht ist da irgendwas. Wow, also hier fliegt es ja durch die Gegend. Wumms. So. Ah, aufladen. So, Entschuldigung, die Unterbrechung. Geht schon weiter. Nur kleines Dilemma, auf das ich jetzt nicht weiter eingehen will. Mit gewöhnlichen Schergen kommt ihr nicht an diesen Giftschranken vorbei. Ihr braucht die Grünen. Sie lieben den Dschungel besonders, wenn es dort faulende Vegetation und außergewöhnlichen Gestank gibt. Geht tiefer in den Dschungel, Herr. Vielleicht könnt ihr sie erschnüffeln. Juhu, ich freue mich. Eins von den Elfenschwertchen. Wer will? Keiner? Auch wieder eine Schranke. Wasser. Okay. Vier Leute können hier. Was können die hier machen? Ah, die bringen das hier zurück. Was bringt das? Jetzt mal nicht so schnell. Ich will dazu gucken. Hm.